Drei Weisheiten und die daraus abgeleiteten Gesetze Hierunter sind drei Weisheiten. Danach sind diese Gesetze gemacht. Erstens, jedermann weiß, dass er seinen Unterhalt haben muss. Aber wird jemandem sein Unterhalt vorenthalten, so weiß kein Mann, was er tun soll, um sein Leben zu behalten. Zweitens, alle erwachsenen Menschen werden angehalten, Kinder zu zeugen. Wird das verwehrt, so weiß niemand, was Arges davon kommt. Drittens. Jeder weiß, dass er frei und unverletzt leben will und dass andere das auch wollen. Um sicher zu sein, sind diese Satzungen und Gesetze gemacht. Das Volk Finders hat auch Satzungen und Gesetze. Aber diese sind nicht nach dem Recht gemacht, sondern alleine zum Nutzen der Priester und Fürsten. Deshalb sind ihre Länder immer zu voll Zwiespalt und Mord. Gesetze gegen Not, Ledige und Unzucht 1. Sofern jemand in Not ist und er sich nicht selber helfen kann, so müssen die Meiden das dem Grafen kundtun deshalb weil es sich einem stolzen Frias nicht fügt, dies selber zu tun. Zweitens, wenn jemand arm wird, weil er nicht arbeiten will, der muss aus dem Lande vertrieben werden, denn die Lauen und Trägen sind lästig und argdenkend. Darum hat man sich ihrer zu erwehren. Drittens, jedweder junge Kerl hat eine Braut zu suchen, ist er 25, so hat er ein Weib zu haben. Viertens. Ist jemand fünfundzwanzig und er hat keinen Ehegatten, so hat ihn jedermann aus seinem Hause fernzuhalten. Die Knaben haben ihn zu meiden. Nimmt er dann noch keinen Ehegatten, dann muß man ihn für tot erklären, auf dass er aus dem Lande ziehe und hier kein Ärgernis erregen mag. Fünftens. Ist jemand unfähig, dann muß er dies öffentlich sagen, dass sich niemand vor ihm zu fürchten noch zu ängstigen hat. So mag er gehen, wohin er will. Sechstens, pflegt er danach doch Unzucht, so mag er flüchten. Flieht er nicht, dann ist er der Rache der Betrogenen überlassen und niemand darf ihm helfen. Siebtens, sofern jemand ein Gut hat und einem anderen gefällt das dermaßen, dass er sich daran vergreift, so muss er das dreifach vergelten. Stiehlt er nochmal, dann muß er nach den Zinnminen. Will der Bestohlene ihn freigeben, so mag er das tun, doch geschieht es wieder, so darf niemand ihm die Freiheit geben. Gesetze für neidische Menschen. Diese Gesetze sind für neidische Menschen gemacht. Erstens. Wenn jemand im Jähzorn oder aus Neid eines anderen Glieder bricht, Augen ausstößt oder einen Zahn, was es auch sei, so muß der Verletzer bezahlen, was der Verletzte fordert. Kann er das nicht tun, so muß das öffentlich an ihm getan werden, was er dem anderen antat. Will er das nicht erdulden, so muß er sich an seine Burgfrau wenden, ob er in den Eisen- oder Zinngruben arbeiten darf, bis seine Schuld getilgt ist. Nach dem allgemeinen Urteil. Zweitens, wenn da jemand so bösartig befunden wird, dass er einen Frias tötet, der muss es mit seinem Leben bezahlen. Kann seine Burgfrau ihn für alle Zeit nach den Zinngruben verhelfen, bevor er gefasst wurde, mag sie das tun. Drittens, sofern der Totschläger mit anerkannten Zeugen beweisen kann, dass es durch ein Unglück geschehen ist, so soll er frei sein. Aber geschieht es noch einmal, so muss er doch nach den Zinnminen, auf dass man dadurch alle widersinnige Rache und Fehde vermeide. Vorschriften für Horninge, also Hurenkinder: Dies sind Gesetze für Horninge. Erstens: Wer eines anderen Haus aus Neid in Brand steckt, ist kein Frias. Er ist ein Horning mit verbastertem Blut. Kann man ihn bei der Tat überführen, so muß man ihn auf das Feuer werfen. Er mag fliehen, sofern er kann, doch nirgends soll er vor der rächenden Hand sicher sein. Zweitens. Kein echter Frias soll über die Notlage seines Nächsten maulen noch reden. Ist jemand missetätig gegen sich selber, doch nicht zu fürchten für einen andern, so mag er sich selber richten. Wird er so arg, daß er gefährlich wird, dann muß man es dem Grafen melden. Aber ist da jemand, der einen anderen hinterrücks bezichtigt, anstelle davon, dies bei dem Grafen zu tun, der ist ein Horning oder Hurensohn. Auf dem Markt muß er an einen Pfahl gebunden werden, sodass das junge Volk ihn anspucken kann. Danach leitet man ihn über die Grenzen, aber nicht zu den Zinngruben, deshalb, weil ein Ehrenräuber auch dort zu fürchten ist. Drittens. Sofern da jemand so arg war, dass er ging, uns bei dem Feinde zu verraten, Pfade und Zuwege wies, um sich unseren Fluchtburgen zu nähern, oder des Nachts da hineinzuschleichen, der wäre allein aus Finders Blut geschaffen. Ihn würde man verbrennen müssen. Die Seeleute würden seine Mutter und seine ganze Sippe nach einem fernen Eiland bringen müssen und dort auch seine Asche verstreuen, auf daß hier daraus keine giftigen Kräuter wachsen mögen die meiden müssen dann seinen namen in allen unseren ländern verfluchen auf daß kein kind seinen namen erhalte und die alten ihn verwerfen mögen